Bereits zum 20. Mal ist Russland dieses Jahr auf der Hannover-Messe vertreten und zum zweiten Mal Partnerland. Der deutsch-russische Handel hat 2012 mit einem Volumen von über 80 Milliarden Euro einen neuen Rekord markiert. Der russische WTO-Beitritt wird 2013 für deutsche technologiestarke Unternehmen neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. So ist das Partnerland natürlich auch Thema beim Verband der Elektroindustrie. Die deutsche Industrie, und das betrifft die elektrotechnische Industrie, vorneweg kann Russland helfen, seinen industriellen Sektor, aber auch die Wirtschaft insgesamt zu entwickeln. Russland will ja auch nicht Rohstoffland bleiben. Russland ist sehr gut in Rohstoffen, aber die wollen natürlich auch die Verarbeitung, die weitere Entwicklung der Wertschöpfungskette abdecken. Die russische Föderation will in einer Innovationsoffensive rund 15 Millionen neue Jobs im Bereich der Zukunftstechnologien schaffen. Auf der Hannover-Messe präsentiert das Land seine wichtigsten Projekte und Unternehmen. Russland verfolgt im Augenblick einen Modernisierungskurs und braucht Partner. Und diese Partner findet Russland in erster Linie in Deutschland. Man sieht das am Außenhandel, man sieht es auch in den Bereichen Automobil, Chemie, Energiewirtschaft. Da sind deutsche Unternehmen führend. Das ist genau das, was die russische Industrie im Augenblick braucht. Russland, auch für die Elektroindustrie, ein Zukunftsmarkt in der Außenwirtschaft.